Herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Fix Spezial. Und zwar passend zum Bundesliga-Start durfte ich mir für 6 Bundesliga-Teams jeweils einen Spieler aussuchen, der in meinen Augen das Team besser macht. Wer die erste Folge mit Nico verpasst hat, habe ich euch hier oben verlinkt. Aber jetzt geht's los mit Folge Nummer 2. Wie auch schon Part 1 wird dieses Video präsentiert von We Are Football, dem neuen Fußballmanager-Spiel, das unter anderem von Anstoßerfinder Gerald Köhler entwickelt wurde. Und das ist das erste Manager-Spiel, das Frauen- und Männerfußball gleichwertig darstellt. Also in der Bundesliga-Edition bekommt ihr die erste und zweite Bundesliga der Herren, aber auch die Flyer-Bundesliga der Frauen und auch die zweite Liga der Frauen. Also wenn ihr ein Manager-Spiel mit so einer Prise Humor haben wollt, dann geht mal unten in der Videobeschreibung auf den Link. Viel Spaß dabei und viel Spaß jetzt mit diesem How to Fix Special. Verein Nummer 1 ist der VfB Stuttgart, um den ich mich heute kümmere. Und die stehen natürlich vor einer kritischen Saison. Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist ja für viele das verflixte zweite Jahr. Und man hat auch schon am Ende der vergangenen Saison gesehen, wenn da die Verletzungen reinkicken, dann läuft das plötzlich nicht mehr ganz so gut und mit Verletzungen könnte es auch direkt weitergehen. Also in der Vorbereitung gab es viele Verletzte. Mal sehen, mit wem sie überhaupt in die Saison starten können. Aber wenn die alle fit sind bei Stuttgart, hat man, glaube ich, einen sehr ausgewogenen und vor allem auch talentierten Kader zur Verfügung. Wo in meinen Augen so ein bisschen Tiefe fehlt, ist im Sturmzentrum. Da hat man natürlich Sascha Kalajdzic, das ist gut, aber wenn der ausfällt, dann wird es relativ schnell dünn. Und gerade wenn der vielleicht sogar noch den Verein verlassen will, ich glaube nicht, dass es in diesem Sommer, also in diesem Transferfenster noch geschehen wird, könnte sein, aber dann im Winter oder im nächsten Jahr dann. Also ich glaube, da könnte man jemanden gebrauchen, der Kalajdzic jetzt in dieser Saison schon ersetzen könnte, wenn es sein muss, oder dann halt auch beerben könnte, wenn Kalajdzic die Stuttgarter verlässt. Ich hätte da einen 1:1 Ersatz nehmen können. Das wäre zum Beispiel Simi, auch so ein langer, schlaksiger, großer, torgefährlicher Stürmer von Crotone. Der ist auch schon bei Stuttgart im Gespräch. Aber ich bin persönlich nicht der größte Fan von diesen sehr langen, teilweise unbeholfen wirkenden Mittelstürmern, die an die 2 Meter rangehen. Kalajdzic macht das sehr gut, gar keine Frage. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich einen anderen Stürmertyp bevorzugen. Und da ich das in diesem Video darf, also mir das aussuchen, wen ich da nehme, nehme ich jemand anderes. Ich habe mich stattdessen für jemanden entschieden, der auch ins Stuttgarter Beuteschema passen würde, denn er spielt in Frankreich, genauer gesagt in der Ligue 1 bei Aufsteiger Clermont. Die Rede ist von Mohamed Bayot. Der war wirklich maßgeblichst beteiligt an diesem Aufstieg und zwar mit 22 Toren und 7 Vorlagen. Mit 1,88 ist der auch nicht gerade klein, aber geht viel mehr in die Richtung meines Lieblingsstürmertyps, nämlich so ein athletischer Stoßstürmer, antrittsstark, ganz gut am Ball, kann eben auch die Mitspieler in Szene setzen, ja, also 7 Vorlagen sprechen da für sich und hat halt eben einen super Abschluss. Ich gebe zu, ich habe den vorher nicht viel spielen sehen, aber ich habe mir jetzt für die Folge natürlich einiges angeguckt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mit welchem Stürmer könnte man ihn vergleichen. Ich bin immer wieder zurück zu Daniel Sturridge gekommen, also der gute Daniel Sturridge zu Liverpooler Zeiten, ist schon ein bisschen her. Aber ich finde, da sind so ein paar Ähnlichkeiten zu erkennen. Bordeaux hat das übrigens auch ganz gut gefallen, was sie gesehen haben, unter anderem am ersten Spieltag, als er direkt auch wieder getroffen hat beim 2:0 Sieg von Clermont. Die wollen ihn gerne verpflichten, bieten wohl so rund 6 Millionen. Das wäre für eine Mannschaft wie Stuttgart natürlich nicht wenig, aber ich glaube, für jemanden, der dann einen Kalajdzic auch ersetzen kann, und ich bin der Meinung, das kann er, sollte man darüber nachdenken, auch sowas zu investieren, weil für Kalajdzic wird man natürlich diese Summe wieder reinbekommen, gar keine Frage. Das wäre einer, den ich mir sehr gut vorstellen kann für Stuttgart, Mohamed Bayot. Kommen wir zum ersten Aufsteiger in dieser Reihe, zu Greuther Fürth. Die sind zurück in Liga 1 und hoffen natürlich, dass das ein besseres, erfolgreicheres Abenteuer wird als beim letzten Mal, wo man nicht ein einziges Heimspiel gewinnen konnte und ziemlich sang- und klanglos wieder runtergegangen ist in Liga 2. Aber das wird schwer. Man hat einige Leistungsträger wie David Raum, Anton Stach oder Paul Jäckel verloren. Aber wie ich finde, hat man auch gute Deals gemacht. Also zum Beispiel die Laien von einem Adrian Fein oder Justin Hogmar hat grundsätzlich keine Ablösen bezahlt. Das sieht grundsätzlich ganz gut aus. Allerdings hat man jetzt einen kleinen und vor allem sehr, sehr jungen Kader. Sehr jung. Also der älteste Spieler ist 28. Und ihr wisst, ich bin grundsätzlich niemand, der das
kritisiert, dass man viele talentierte Spieler im Kader hat. Aber man muss sich, glaube ich, bei Fürth darauf einstellen, dass es auch sehr schwierige Phasen im Laufe der Saison geben wird. Phasen oder Spiele, in denen man überrollt wird. Abschnitte, wo man kein einziges Spiel vielleicht für mehrere Spiele gewinnt oder ein paar Niederlagen in Folge kassiert. Und da brauchst du einfach Spieler, die eine mentale Stärke mitbringen, die Führungsqualitäten mitbringen, die dann auch ebenso junge Spieler vielleicht auch wieder aufbauen können. Und aus mehreren Gründen habe ich aufs zentrale Mittelfeld geschaut, auch wenn man da schon einige Spieler zur Verfügung hat. Aber zum einen ist das eine Position, wo du einen großen Einfluss aufs Spiel hast, kannst das Spiel lenken, vielleicht auch mal beruhigen. Und zum anderen spielt Fürth häufig in einem 4-3-1-2 und das mit ja quasi vier zentralen Mittelfeldspielern, also drei so eher auf der Sechs, ein Offensiver davor. Da brauchst du natürlich eine gewisse Tiefe. Und ich habe mich entschieden für Gonzalo Castro. Mittlerweile 34 Jahre alt, aber aktuell vereinslos. Würde also auch keine Ablöse kosten. Letztes Jahr war der noch Kapitän bei Stuttgart, kann easy noch auf diesem Niveau spielen, kennt die Liga, kennt Abstiegskampf und kann auf sämtlichen Positionen im Mittelfeld eingesetzt werden. Und so ein Dreier-Mittelfeld aus einem Gonzalo Castro, Adrian Fein und einem Paul Seguin zum Beispiel, das würde mir schon ganz gut gefallen. Wenn man den bezahlen kann, wenn die Gehaltsforderungen nicht zu hoch sind, wenn auch er noch Bock hat auf so ein Abenteuer, weil das könnte auch ein unangenehmes werden, zwischenzeitlich oder wahrscheinlich die nächsten 34 Spiele. Aber wenn er noch mal Bock darauf hat, auch so eine Führungsrolle zu übernehmen, warum nicht? Ich glaube, das wäre ein guter Transfer für Fürth. Wie ihr wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen habt, bin ich relativ positiv, was Bayer Leverkusen für die kommende Saison angeht. Man hat einen neuen Coach, bei dem ich optimistisch bin. Man hat in meinen Augen gute Transfers getätigt. Man hat viele junge Spieler, die den nächsten Schritt machen könnten. Man hat die offensichtlichen Schwächen, wie Linksverteidiger zum Beispiel, bereits gefixt. Man hat mit Kosunu einen neuen Innenverteidiger geholt nach dem Karriereende der beiden Benders. Vielleicht braucht man da noch einen Verteidiger für die Tiefe. Aber ansonsten hat man, glaube ich, einen sehr kompletten Kader zur Verfügung. Aber so ein bisschen dünn finde ich die Situation dann jetzt auf den offensiven Flügelpositionen. Da hat man ja Leon Bailey verkauft. Bleiben Diaby, Bellarabi und Paulinho. Mag ich absolut eigentlich alle drei, aber da könnte man noch was machen, vor allem weil Diaby der einzige Linksfuß jetzt auf dieser Position im Kader ist. Das war dann so ein bisschen die Richtung, in die ich geguckt habe. Linksfuß, schnell, relativ jung, also noch mit Entwicklungspotenzial, vielleicht auch so ein bisschen zielstrebiger, was den Torabschluss angeht, jetzt auch im Vergleich zu Diaby. Und dann habe ich mehrere Namen mir angeguckt, viele interessante Namen so aus Südamerika, ein paar Argentinier, ein paar Brasilianer. Aber ich bin immer wieder zu einem zurückgekommen, der vielleicht nominell nicht auf dieser Position spielt, dem ich das aber absolut zutraue und was in meinen Augen für sowohl den Spieler als auch für Leverkusen ein hervorragender Transfer wäre. Ich spreche von Karim Adeyemi. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber das würde so, so gut passen in meinen Augen. 19 Jahre alt, spielt bei RB Salzburg, Marktwert 10 Millionen Euro. Wenn man den bezahlen kann, würde ich es aus Leverkusener Sicht machen. Ist nur die Frage, will er auch zu Leverkusen wechseln? In meinen Augen wäre das aber eine gute Adresse für den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Nicht von Salzburg direkt zu einem absoluten Topclub und da dann vielleicht wenig Einsatzzeiten bekommen. Ich weiß, mit Salzburg würde er auch europäisch spielen. Aber mit Leverkusen erstens auch, zweitens ist die deutsche Bundesliga nochmal ein ganz anderes Niveau. Ich glaube, da könnte er sich gut weiterentwickeln. Und sportlich würde das super passen. Also ja, der ist vielleicht eher nominell bei Salzburg mehr der Mittelstürmer. Aber wenn man ihn sich anguckt, der ist gemacht für die Außenposition. Und dann auch für Außenposition, wo er nach innen ziehen kann, wo er selber zum Torabschluss kommen kann. Und ich glaube, das wird bei Leverkusen der Fall sein. Das würde mir gut gefallen. Das würde mir sehr gut gefallen. Next one, TSG Hoffenheim. Die hatten bislang eine eher unspektakuläre Transferphase. Man hat nämlich keinen Cent bezahlt und auch keinen eingenommen. Neu mit dabei sind Spieler wie David Raum, Sebastian Rudi ist zurück, Angelo Stiller hat man bekommen, alle ablösefrei, kein Spieler verkauft. Ich mach's aber ehrlich gesagt jetzt nicht viel spektakulärer. Tut mir leid, aber ich möchte jemanden zurückholen, der in der vergangenen Saison in der Rückrunde schon bei Hoffenheim gespielt hat, nämlich Chris Richards. Der darf die Bayern wohl für 10 Millionen Euro verlassen.
Allerdings hört man, ist Leicester auch an der Laie interessiert. Also bei Hoffenheim sollte man in die Pötte kommen. Ne? Da sollte man schnell sein. Der hat sich, wie ich finde, bei Hoffenheim gut entwickelt. Ist jung, hat Potenzial und ist vor allem in der Defensive flexibel einsetzbar. Das ist gar nicht so uninteressant, denn zum Beispiel die Linksverteidigerposition, da wird David Raum gesetzt sein. Aber es ist auch der einzige nominelle Linksverteidiger, den man hat. Und Chris Richards ist einer, der hat, glaube ich, auch bei Bayern schon mal links gespielt. Der kann, glaube ich, jede Position in der Vierer-Abwehrkette spielen, weil er eben auch eine gewisse Athletik, ein gewisses Tempo und Qualitäten am Ball mitbringt. Und wenn dann David Raum ausfällt oder man eine defensivere Variante möchte auf der linken Abwehrseite, könnte man da eben dann auch einen Chris Richards hinstellen. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten, wollte ich fast sagen, aber ich glaube, ob Bayern ihn abgeben sollte, darüber kann man diskutieren, aber für Richards und für Hoffenheim ein richtig guter Deal. Apropos FC Bayern München, da ist bislang nicht so viel passiert. Also ein Upamecano hat man geholt, ein Omar Richards als Linksverteidiger-Backup, man hat einen neuen alten Torwart-Backup mit Sven Ulreich. Aber ich glaube, da gibt es noch den ein oder anderen Mannschaftsteil, wo man aktiv werden könnte. Wenn wir auf die offensiven Flügel gucken, da vielleicht ein Rotationsspieler. Wenn wir auf Rotationsspieler im zentralen Mittelfeld gucken, Rocker, Cuisance, Tolisso. Ich finde, mit dem Anspruch vom FC Bayern München könnte da noch mehr gehen, beziehungsweise müsste noch mehr an Qualität vorhanden sein in der Tiefe. Aber wo ich am meisten Bedarf sehe, ist hinten rechts. Benjamin Pavard ist natürlich gesetzt, aber Bournassar, der nominelle Backup, hat in meinen Augen bislang nicht gezeigt, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Und bei einer Mannschaft wie den Bayern, die auf allen Hochzeiten tanzen, die in der Champions League weit kommen wollen, weiß ich nicht, ob man sich da erlauben kann, wenn das Downgrade vom Stammspieler zum Backup so groß ist. Und dann brauchst du vielleicht auch noch einen Rechtsverteidiger, der dir in der Offensive ein bisschen mehr geben kann als ein Pavard beispielsweise. Je nach Spielsituation und Gegner könnte das auf jeden Fall hilfreich sein. Aber gleichzeitig darf er auch nicht zu teuer sein. Ich habe aber jemanden gefunden, wo ich glaube, der passt perfekt auf dieses Anforderungsprofil. Rechtsverteidiger, offensiv stark und nicht zu teuer. Denzel Dumfries von PSV Eindhoven. 25 Jahre alt, hat sich blendend entwickelt in Eindhoven in den letzten Jahren, hat dazu jetzt noch eine sehr starke EM für die Niederlande gespielt. Das ist einer mit extrem viel Offensivpower und auch Offensivdrang. Der ist schnell. Defensiv gibt es vielleicht bessere, aber gegen tiefstehende Fürther zum Beispiel wäre so einer genau der Richtige, um dann auch für ein bisschen Breite zu sorgen, der bis zur Grundlinie gehen kann, der es auch nicht scheut, mal selber mit in den Strafraum zu gehen, und kopfballstark ist er obendrein auch noch. Klar, so jemand wird sich nicht einfach so nur auf die Bayernbank setzen, der will auch spielen, aber ich glaube, das kann er auch. Nagelsmann ist bekannt dafür, auch gerne zu rotieren. Dann haben die Bayern extrem viele Spiele, der wird Einsatzzeiten bekommen. Inter Mailand will ihn allerdings wohl als Hakimi-Ersatz haben, da passt er übrigens auch sehr gut. Und da ist die Rede so von 14, 15 Millionen. Wenn die Bayern so jemanden für 15 Millionen Euro bekommen könnten, der würde den Kader in vielerlei Hinsicht, glaube ich, besser und flexibler machen. Kommen wir zum letzten Verein, das ist der SC Freiburg. Und da wird der Freiburg-Weg mal wieder gelebt diesen Sommer. Da wird auf Konstanz und die eigene Jugend gesetzt. 6 Spieler hat man aus der zweiten Mannschaft geholt und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man hat kein Geld ausgegeben, man hat aber auch noch keinen namhaften Spieler verkauft. Das allerdings könnte noch passieren. Wir gehen jetzt aber mal vom Status quo aus. Wenn jemand verkauft wird, müsste man dann noch reagieren. Aber wenn ich auf den aktuellen Kader schaue, würde ich, glaube ich, was am Sturmzentrum machen. Die Freiburger spielen gerne mit 2 Spitzen. Das heißt, man braucht da auch den einen oder anderen Spieler mehr, falls mal einer ausfällt. Dann sind da jetzt, ja, zumindest letzte Saison, keine Stürmer dabei gewesen, die die richtigen Goalgetter waren. Also Top-Torschütze war dann ein Vincenzo Grifo und auch Roland Schaller war ganz vorne mit dabei. Nils Petersen war der Top-Torschütze, was die Mittelstürmer angeht, mit 8 Treffern. Also ich finde, da könnte man jemanden gebrauchen, der wirklich konstant trifft. Aber ich weiß, das ist für Freiburg mit wenig Geld schwierig. Also du bekommst eben nicht einfach so einen Spieler, der dir, keine Ahnung, 10 bis 15 Saisontore macht. Gar keine Frage. Aber das Ganze ist hier ja ein Wunschkonzert und ich musste irgendwie daran denken, ja gut, man hat kein Geld, man will aber vielleicht einen Spieler, der
überraschend viele Tore macht. Also warum gucke ich nicht bei einem größeren Verein mal, ob es da einen jungen Spieler gibt, den ich ausleihen kann, für den ich nichts bezahlen muss? Ich weiß, man hat die eigene Jugend und die ist sehr gut, aber andere Mütter haben auch schöne. Andere Vereine haben auch gute Jugendarbeit. So. Ich würde mal bei Leverkusen anklopfen und fragen, ob ich Emrehan Gedikli ausleihen kann. Vielleicht sagt euch der Name nichts, aber das ist ein ganz, ganz spannender Spieler. Der ist jetzt bei den Profis bei Leverkusen mit dabei, durfte Ende letzter Saison schon so ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er bei Leverkusen jetzt mehr Chancen bekommt, wenn zum Beispiel ein Alario verkauft wird. Danach sieht es nicht aus. Bei Freiburg hätte er sicher mehr Chancen auf Einsatzzeit und dann kann er vielleicht das zeigen, was er am besten kann. Und das ist Tore schießen. Dieser Typ hat die U17-Bundesliga zerschossen. Der ist 40 Mal in dieser U17-Bundesliga aufgelaufen, hat 42 Tore gemacht. Dann war er bei der U17-Nationalmannschaft bei der Deutschen dabei, 8 Mal aufgelaufen, 6 Tore. Ich habe mir extra ganz, ganz viele seiner Tore angeschaut. Nahezu alle. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Dieser Typ hat einfach einen herausragenden Torriecher. Der steht ganz oft richtig, der entscheidet sich in brenzlichen Situationen oder in entscheidenden Situationen richtig. Der macht einfach ganz viel richtig, was dann wiederum zum Erfolg bzw. zum Tor führt. Mir ist durchaus bewusst, dass der Sprung aus der U17-Bundesliga zur Bundesliga riesig ist. Aber der Typ hat enorm viel Potenzial. Der ist mit 1,88 auch nicht gerade klein, kann also auch vielleicht in der Luft was. Der muss ja jetzt auch nicht die ganze Freiburger Offensive tragen. Aber der würde bei Freiburg mehr Chancen bekommen als bei Leverkusen. Das wäre sicherlich gut für seine Entwicklung, bei einem Verein wie Freiburg zu spielen unter Christian Streich. Und das ist halt einer, den du wirklich in jedem Spiel als Joker bringen kannst. Und ich glaube, mit seinem Torriecher dann auch immer direkt gefährlich sein kann. Das, liebe Leute, soll es für heute gewesen sein mit diesem How-to-Fix-Spezial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal zur Erinnerung, das sind wirklich meine persönlichen Ideen. Das würde ich in einer Traumwelt als Manager von diesem Verein machen. Ihr könnt ganz andere Ideen haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Transfers ihr tätigen würdet für einen dieser Vereine. Ansonsten Video liken nicht vergessen, Channel abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.